Hallo liebe Freunde, jetzt willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 23 mit meinem Team hier bei Heisenberg zockt. Was ein Käse. 1-0 verloren zu Hause gegen den SC Freiburg. Ja, irgendwie gespielt wie die letzten Menschen. Eigentlich, ja, eben. Wir haben 8-0 gewonnen gegen Frankfurt, dann 4-0 in Madrid und dann kriegen wir zu Hause eingeschenkt von Freiburg. Also irgendwie ist es schon nicht ganz nachzuvollziehen. Naja gut, es ist wie es ist. Jetzt haben wir das Rückspiel in der Champions League im Viertelfinale gegen Atletico Madrid. Wie gesagt, Hinspiel 4-0 gewonnen. Ich würde mal sagen, viel sollte da nicht mehr anbrennen, aber so ganz einfach nur noch auf die leichte Schulter nehmen möchte ich das Ganze dann doch nicht. Aha, wir haben eine Pressekonferenz, wir haben keine Post. Ja, ich würde sagen, gehen wir rein. Ich würde mal schauen dann, wie wir das machen. Schon mit Jungen, aber nicht übertreiben, würde ich sagen. Ja, mach mal Questions. Gibt es grundlegende Taktikveränderungen? Wir gewinnen erneut. Das ist fast ein bisschen zu frech. Ja, wir verraten mal unsere Taktik nicht. So. Dann haben wir... Sie gelten im Spiel. Gibt es Änderungen an der Mannschaft? Wahrscheinlich schon. Ja, wir schauen uns das Team mal an. Genau, das machen wir eh. Von daher. Aktuell sind sie richtig gut drauf. Trotz der Niederlage. Danke, Spiel. Gehen Sie davon aus, dass das auch in den nächsten Spielen so weitergehen kann? Wir müssen uns konzentrieren. Ja, machen wir mal. Wir konzentrieren uns, dann geht die Moral rauf. Das ist okay. So, jetzt bin ich selber gespannt, ob Madrid wieder so auftritt wie im Hinspiel. Nämlich, ja, schon nicht unbedingt sehr überzeugend. Allerdings, wahrscheinlich haben wir sie einfach auch daran gehindert, guten Fußball zu spielen. Oh, wir haben Regen, heiße Wetter. Okay. Dann haben wir Rot gegen Dunkel. Ja, würde ich so mal machen. Ich sehe, der Herr Jansen ist ein bisschen müde, der Herr Birindelli ist ein bisschen müde. Wir machen mal hier tatsächlich den Herrn González rein und machen hier den Herrn Lehmann rein. Damit der Herr Birindelli mal eine Pause hat. Der ist zwar immer sehr stark, aber wir müssen nicht gewinnen, wir müssen nicht... Wobei man kann natürlich sagen, es ist ein Champions League Spiel, wir sollten schon gewinnen, weil das gibt natürlich auch Geld. Das ist ganz klar. Dann haben wir den Lasse Kühn vorne. Ja, mal gucken, ob er heute einen besseren Tag erwischt. Da gab es einige gute Kommentare zu dem Thema. Die Rückkehr des Lasse Kühn, die hat er sich anders vorgestellt. Ja, weil der hat auch kein Tor geschossen, hat ja Torschossen. Gebracht hat es ihm nichts. Oh, guck mal an. Er wägt aufzuhören, der Herr Grant. Den haben wir doch aber verkauft. Der kann gar nicht aufhören. Ja, das geht ja nicht. Ja gut, das kann uns ja egal sein. Das muss er mit dem neuen Club ausmachen. Oh, strömender Regen. Okay, schneller Ball, ganz klar. Alles unter Gedenkpark. Ja, eigentlich natürlich ein Riesenspiel. Allerdings mit diesem 4-0 im Rücken. Ja, ich hoffe mal, das wird jetzt nicht noch unangenehm spannend. Das muss nicht sein. Ich glaube nicht, dass wir nochmal 4-0 gewinnen. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich weiß es natürlich nicht. Da sehen wir Lasse Kühn. Schon auch ein starker Mann. Ist noch ein Skillpunkt stärker als unser Ossi. Allerdings im Hinspiel, da war Ossi Chef auf dem Platz und nicht Lasse Kühn. Okay, gehen wir rein und schauen, was dabei rauskommt. Wir spielen von links nach rechts in den roten Trikots. Und die Spanier, die Madrilenen, ich weiß nicht, ob die noch eine Hoffnung haben, dass sie dieses 4-0 aufholen. Aber sie werden wahrscheinlich schon ein bisschen was haben. Weil sonst müssten sie nicht spielen. Gut gemacht von Haas tatsächlich bereits. Auch stark. Jawohl, Ossi hat den Ball. Oh, gut gemacht hier auf Tacke. Ah, ich versuche mal wieder eine Flanke, die geht ja sowieso nie. Oh, kein Abseits, nein. Ah, da ist ein Fuß im Weg, schade, war ein Versuch wert. Oh, Grätsche faul, da bin ich zu spät gekommen. Schlecht, wenn das jetzt schon wieder eine Karte gibt hier. Ja, gut gemacht. Da muss halt gearbeitet werden tatsächlich. Jawohl, danke schön, Herr Konaté bedankt sich dafür. Ja, lauf. Ja, jetzt hat er selber gemerkt. Gut, auf Ossi. Boah, da ist leider Torwart dran, aber gut gemacht mit der Drehung von Ossi. Geht drauf, drauf, drauf. Gar nicht die hier ins Kugeln kommen lassen. Ja, auch hier drauf gehen. Komm, Herr Konaté. Keine Müdigkeit vorschützen. Oh, gute Drehung. Oh, ein guter Ball. Oh, da muss ich einen Sommer eingreifen. Aber es ist wieder bezeichnend. Da gibt es noch die gelbe Karte tatsächlich. Für den Herrn Lehmann, für den jungen Mann. Da muss ich aufpassen, der sollte nicht mehr rutschen.
ich wollte gerade sagen, bezeichnend, ja, wie hier ein Babu einfach stehen bleibt, weil ich den anderen Spieler abwähle. Das ist halt wieder FIFA. Also irgendwie habe ich langsam das Gefühl, man sollte in der Verteidigung nicht mehr den Spieler wechseln, weil die bleiben dann jedes Mal stehen. Oh, gut gemacht, Hake. Oh, gut gemacht, Vargas, aber jetzt nicht den Ball verdatteln. Oh, gefährlich. Okay, ich dachte gerade, der landet im Tor. Da ist ja ein Sommer dran vorbei, geflogen. Ja, der trifft zum Glück den Ball nicht richtig. Aber ja, ein Sommer ist mal auf Verdacht losgeflogen. Absolut richtig, natürlich. Ja, Herr Lehmann, der Verwarnte. Macht das gut. Lehmann gefällt mir tatsächlich immer wieder. Oh, starker Faisi. Oh, guter Schuss soweit. Und Vargas auch nochmal mit dem Schussversuch. Allerdings ist dann Fuß im Weg. Dafür gibt es die erste Ecke. Ja, 22 Minuten 0-0. Damit können wir leben. Ganz klar. Wir führen immer noch 4-0. Ja, nicht schlecht von Ossi. Aber halt so weit weg vom Tor. Das sind halt so Kopfbälle. Da kriegst du keinen Druck dahinter. Na, Herr Torwart, heute noch? Naja, ist ja nicht unsere Zeit. Ist ja eigentlich egal. Starker Ball auf Ossi. Jawohl, der geht hier durch. Oh, macht er gut. Oh, Heisi wollte sich den Ball hinlegen. Das hat nicht geklappt. Ja, Herr Grant rennt da ein bisschen verirrt in der Gegend rum. Ja, sie spielen schon nicht schlecht. Das sieht man. Aber wir halten dagegen, ganz klar. Hier wieder mit Take, der wieder schnell ist. Das war ein ganz interessanter Ball. Allerdings der hier dann wieder gut auf Kollege Vargas. Oh, stark. Boah, ja, das war ein Tor. Genauso möchte ich das sehen. Kurzpassspiel, flach. Bei Regen sowieso flach, logischerweise. Dann haben wir einen schnellen Ball und Ossi nutzt das natürlich aus. Wer, wenn nicht Ossi? Ja, dann Heisi, je nachdem. Sehr schönes Tor. Nicht der Abschluss, aber die Entstehung. Guck mal hier, alles direkt gespielt. Und direkt abgeschlossen von Ossi. Ja, das hat er halt komplett drauf. Der weiß genau, der Ball kommt dahin. Dann einmal draufklopfen und einschenken. Und jetzt führen wir 5-0. Sehr gut, das würde mir sagen, wir können auch noch weiterarbeiten mit Junioren. Natürlich ein bisschen fies gegenüber Atletico, aber ja. Also, wir können nichts dafür, dass sie hier nicht so in die Gänge kommen. Und vor allem halt im Rückspiel nicht in die Gänge kamen. Oh, schade. Gut, Ballsicherung. Sowas gefällt mir natürlich. Oh, stark von Vargas. Oh, da wartet er ein bisschen zu lang. War das kein Foul? Geht rauf, geht rauf. Konaté ist da noch. Jawohl, da war dann doch ein Fuß im Weg. Geht rauf. Der fängt hier an, mit dem Ball zu jonglieren. Das kann nicht sein. Oh, allerdings, das war doch eigentlich Abseits. War es kein Abseits? Offensichtlich nicht. Oh, böser Fehler von Vargas. Ja, aber da ist halt wieder Jan Sommer dran. Der Ball war draußen. Ja, zum Glück haben wir noch Jan Sommer. Es ist natürlich, ja mein Gott, wenn sie jetzt halt ein Tor schießen, dann steht es halt 5-1. Aber auf der anderen Seite ist natürlich hier, eben, wenn wir gewinnen, dann kriegen wir nochmal ordentlich Geld. Wir kriegen eh Ende Saison ordentlich Geld. Aber als Fußballclub, ja als Fußballclub generell kann man ja eigentlich nie zu viel Geld haben. Oh, Abseits, keins. Schon wieder Jan Sommer. So, jetzt mach mal was mit der Kugel. Take, komm. Mach mal Tempo. Oh, da ist Pause. Okay, wir machen kein Tempo mehr. Aber wir gehen mit diesem 1-0 in die Pause. Ja, damit bin ich zufrieden. Damit müssen wir zufrieden sein. Ossi als Torschütze. Lasse Kühn haben wir noch gar nicht gesehen. Da bin ich auch froh, das muss nicht sein. Und dann würde ich sagen, Lehmann, gelbe Karte. Ja, lassen wir mal. Aber hier Take Kubo. Da wieder die Maus drin. Jawohl, tatsächlich. Kubo geht raus und Stojanov kommt rein. So, Stojanov wird immer stärker. Das ist natürlich schön. Vargas muss ein bisschen auf die Zähne beißen. Mit Herrn Lehmann bin ich völlig zufrieden, auch wenn die erste Aktion vielleicht nicht so clever war dahingehend. Oh, ah, da hat er mich geschubst. Ja, eben gleich mal eine gelbe Karte abholen. Ist als Verteidiger, als Außenverteidiger definitiv nicht ideal. Aber gut von Gonzales.
Da haben wir wieder den jungen Lehmann. Oh, spiel ihn halt. Ich wollte Lehmann schicken. Komm, haben wir. Jawohl, stark. Und Konaté natürlich immer mit einer Ruhe. Einfach vorbildlich. Lauf, lauf, lauf. Oh, das ist ein Durcheinander dort. Aber okay, das bringt uns alles auch Zeit. Da gab es noch eine gelbe Karte tatsächlich für... Ja, gut, geht klar auf den Ball. Trifft aber halt alles außer dem Ball. Das gibt dann auch mal eine Verwarnung. Oh, guter Doppelpass. Lauf. Ja, genau die gleiche Aktion wie vorher. Da bleibt er wieder hängen. Das war auch nichts. Sag mal, jetzt hier hinten rumgedoktere. Ich wollte eigentlich einen anderen Steil schicken, der lief nicht und dann lief halt gleich mal gar keiner Steil. Ja, Ossi gut. Antizipiert, leider nicht rangekommen. Oh, genau im falschen Moment, leider attackiert. Aber wie gesagt, das ist natürlich unsere Zeit, die hier verbraten wird von denen. Oh, gut gemacht. Da geht er durch. Guter Ball auf Heisi, der den Ball nicht stoppen kann. Jetzt haben wir ihn nochmal. Oh, stark. Jawohl. Oh, nö. Da war der Ossi noch. Ich glaube, ich wechsle nochmal. Da wird gerutscht. Leider vergeblich. Guter Ball. Aber da haben wir Konaté noch, der aufpasst. Jawohl. Und wie er aufpasst. Auch stark wieder von Lehmann. Nicht zu dem. Oh, das war ganz lausig. Ja, jetzt wird hier gekugelt. Oh, jetzt wird es gefährlich. Aber da ist Jan Sommer. Und der Ball muss weg. Okay, wir wechseln mal. Mir gefällt mir nicht, was ich hier sehe. Wir führen zwar immer noch 1-0, aber das ist Käse. Hier kommt mal der Herr Schuster rein. Und ansonsten... Ja, ansonsten lassen wir es mal. Oh, Lehmann ist müde. Okay, dann kommt Lehmann raus und Pirindelli rein. Das ist dann sozusagen... Jung gegen Alt. Ich denke, das kann man machen. Vargas, Schröder. Nö, das lassen wir. Vargas muss auf die Zähne beißen. Ja, wir können eigentlich nochmal ein Tor machen. Also irgendwie die zweite Halbzeit, die war jetzt mehr als durchwachsen. Oh! Ui! Hau mal weg, die Kugel. War das nicht sogar ein Rückpass? Ei, wir schwimmen. Das kann eigentlich nicht irgendwie nur an den Jungen liegen, würde ich sagen. Oh, gut gemacht von Stojanov. Gut auf Ossi. Oh, gut gedacht von Ossi, aber halt wieder schlecht gemacht. Da steht dann halt tatsächlich Madrilene. Die fangen ja an zu kugeln. Come on, so nicht. Ja, gut aufgepasst. Jawohl, und auch Stojanov wieder mit der genau richtigen Bewegung. Oh, auf Heisi. Oh, herrlich. Jawohl, in den Lauf gespielt von Heisi und der, wie sage ich so schön jeweils, der lässt sich nicht zweimal bitten. Heiliges. Gesamtscore 6:0. Sehr stark. Da würde ich jetzt tatsächlich sogar sagen, also ich meine, jetzt kann er gar nichts mehr anbrechen. Da würde ich auch Vargas tatsächlich noch rausnehmen, damit der auch noch mal ein bisschen Luft holen kann. Ja, herrlicher Pass. Wie heißt du schön? In die Schnittstelle. Und Heisi dann ohne Probleme. Mit einer Direktabnahme. Der Ball hoppelt sogar noch ein bisschen. Ja, kann der Torwart nicht halten. Na, kann es denn sein, dass allen Ernstes Atletico Madrid eigentlich schwächer ist wie Freiburg? Dort hat man so eine Mühe. Gibt's doch nicht. Herr González ist völlig müde. Okay, dann kommt hier rein der Herr Wagner. Sollen wir den mal statt den Sturm? Ja, wir stellen den tatsächlich mal ins Mittelfeld, würde ich sagen. Zack, machen wir das. Und dann haben wir hier noch den Herrn Vargas. Dann machen wir den Herrn Schröder. Gut, kann sein, dass wir jetzt nicht mehr irgendwie groß rumrocken. Das ist aber egal, jetzt haben wir die halbe Mannschaft da ausgewechselt. Aber jetzt können die Jungen oder die Ersatzspieler auch mal zeigen, dass sie durchaus auch das Recht haben, hier mal zu spielen. Ist immerhin Champions League, auch wenn es natürlich in dem Sinn um nichts mehr geht, weil wir dermaßen überlegen sind. Jawohl, kein Problem. Oh, Foul? Oder Abseits? Oh, Foul, okay. Hm, ja, soviel zum Thema, völlig überlegen. Haben wir? Jawohl, gut gemacht. Oh, stark, den Ball aufgelegt auf Wagner, der hier durchgeht. Oh, gut von Wagner. Oh, der ist halt schnell. Er ist tatsächlich schnell.
Das war Grant, der sich hier fast noch ein Treffer gegönnt hätte in der Champions League. Schade. Gut gemacht, tatsächlich vom jungen Wagner. Ja gut, der kann auch mal reingehen. Das ist ganz klar. War eine gute Chance, war ein guter Konter. Komm, mach nochmal. Wobei in 3-0 jetzt irgendwie, also zu Hause, ich habe dann bald ein schlechtes Gewissen. Komm, Heisi. Oh, gut gemacht, kommt aber nicht ran. Aber Ossi hat den Ball. Oh, schlecht gespielt. Da wäre einer komplett auch nicht. Gebt doch den Ball nicht gleich wieder zurück. Wie ungenau das jetzt wieder ist hier hinten. Oh, heieiei, aber jetzt machen sie auch nochmal Druck. Oh, guter Ball. Ui, jetzt hatten wir Glück. Nicht wieder in den reinlaufen. Sag mal, was ist denn heute los? Wir führen zwar immer noch, aber... Ja, wir haben zum Glück hier einen Sommer. Also ich behaupte mal, das ist nicht unbedingt ein gutes Spiel, das wir hier zeigen. Oh, gut durchgetankt. Boah, sehr stark. Ah, ich wollte nochmal zu Ossi. Aber da ist das Ding eh durch. Ja, ich sag nochmal. Das war keine Gala, das war kein gutes Spiel. Aber wir haben Atletico Madrid trotzdem nochmal geschlagen. Und wir haben in beiden Spielen kein Gegentor erhalten. Also da können wir nur zufrieden sein. Und wir stehen im Halbfinale der Champions League tatsächlich. Da haben wir Heisi nochmal. Ein Tor, ein sehr schönes. Da war vor allem der Pass wunderschön. Das erste Tor war sehr schön herausgespielt. Das waren die beiden guten Aktionen. Der Rest des Spiels, ja, ich muss nochmal sagen, also das war tatsächlich kein gutes Spiel. Ja, 6-0 gewonnen. Okay. Ist natürlich Luxus, wenn man irgendwie tatsächlich irgendwie 6-0 gewinnt. Also insgesamt, das Spiel jetzt 2-0 und dann tatsächlich nicht zufrieden ist, eigentlich mit der Spielweise. Man City hat Roma noch geschlagen. Hier sehen wir Juventus Turin. Schlägt Bayern München tatsächlich. Barcelona müsste weiter sein. Wir sind weiter. Oh, und Manchester City tatsächlich, guck mal, die haben Roma noch höher abgefertigt als wir Atletico Madrid. Wir spielen wahrscheinlich gegen Man City, würde ich sagen. Eieiei, mal gucken, ob der Herr Haaland noch da ist. In der Realität natürlich schon, aber im Spiel weiß man ja nie. Die haben ja auch Transfers im Hintergrund, die wir gar nicht sehen. Gut, also Champions League ahoi. Das nächste ist gegen Wolfsburg in der Liga. Da heißt es mal wieder liefern nach der Champions League und nicht wieder irgendwie einen Käse haben. Gut, dann danke ich euch fürs Zusehen, hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ja, dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder im Spiel gegen Wolfsburg. Macht's gut, bis dann, tschüss.